Ich zeig dir heute, wie du eine ganz einfache Lasertür in Minecraft bauen kannst. Legen wir aber auch sofort los. Zuallererst gehen wir hin und entfernen hier so 5 Blöcke in einer Reihe. Das Ganze erweitern wir jetzt noch 2 weitere Blöcke nach hinten und noch 2 weitere Blöcke nach unten. Jetzt gehen wir auch schon hin und füllen den Boden hier so mit Eisenblöcken. Und ganz in die Mitte kommen jetzt hier so 3 Leuchtfeuer hin. Nun können wir den Teil wieder zubauen, auf der anderen Seite auch und hier hinten auch noch. Diese 3 Blöcke machen wir weg und hier vorne kommen jetzt so 3 Blöcke hin. Über die Leuchtfeuer kommen jetzt noch jeweils Zauntore und davor hier so Verstärker, die in Richtung Zauntore zeigen. Davor kommt jetzt hier noch einmal Redstone und hier so ein Hebel hin. Das Ganze verstecken wir jetzt mit Teppichen. Um diese zu platzieren, müssen wir allerdings sneaken, da wir sonst entweder die Zauntore öffnen oder die Verstärker verstellen, was wir nicht wollen. Als nächstes gehen wir hin und gehen hier so mit 3 Eisenblöcken nach oben und das gleiche auf der anderen Seite auch noch. Hier kommen jetzt noch so 3 Glasblöcke hin und wenn wir jetzt versuchen durchzugehen, merken wir schon, es geht nicht. Jetzt betätigen wir einen Hebel, es geht und wenn wir ihn wieder drücken, geht's wieder nicht. Das heißt sozusagen, unsere Lasertür funktioniert. So, und wenn du jetzt noch wissen willst, wie man eine Eisenfarm in Minecraft baut, klick doch einfach mal auf das Video, was ich dir jetzt auf dem Bildschirm verlinkt habe. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns doch schon beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Video. Tschüss.